Hubschrauber schnell wissen. Tja, wie war denn das mit Sicherheitslandung und Notlandung und so weiter? Gute Frage. Oft ist es ja so, dass man in Nachrichten liest, oh, da ist ein Hubschrauber notgelandet auf dem Parkplatz oder ein Flugzeug notgelandet hier. Alles Notlandung ist immer alles gleich eine Notlandung, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber so ist es ja auch nicht in Wirklichkeit. Ne? Es gibt nämlich die Sicherheitslandung und es gibt die Notlandung. Und nicht alles ist immer gleich irgendwie eine Notlandung, nur weil man irgendwie ein Thema hat, irgendwie im Cockpit, sondern ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Viel ist aber dabei auch eine Definitionssache vom Piloten und um welche Situation es sich genau handelt. Also man kann nicht ganz klar trennen und sagen, so und so muss das dann sein, sondern für den einen kann das eine Sicherheitslandung sein, für einen anderen eine Notlandung. Gibt es auch Grenzthemen. Also gut, fangen wir mal an. Ich versuche es zu erklären. Sicherheitslandung. Was ist eine Sicherheitslandung? Eine Sicherheitslandung ist also eine Landung, die ich mache, in der ich einfach meinen Flug unterbreche. Ja, und zwar, ich sage jetzt mal, schlechtes Wetter. Der DWD, auch wir haben die direkte Anbindung an DWD, der ist sich aber trotzdem nicht immer ganz sicher, also der Deutsche Wetterdienst, wie heute das Wetter aussieht, das kann sich manchmal schneller oder langsamer verschlechtern oder auch verbessern. Bei uns ist ja immer das Problem, wenn sich's verschlechtert, aber schneller als vorhergesagt. Ja, das heißt, wir sind unterwegs und auf einmal sehen wir, boah, überall Gewitterfront. Nee, da wollen wir eigentlich nicht durchfliegen, dann machen wir lieber eine Sicherheitslandung. Stehen auf einer Wiese, an einem Sportplatz, an einem Parkplatz, an einem Flugplatz oder wo auch immer, warten, bis es vorbei ist und dann geht es wieder weiter. Ne, das ist das, was man dann meistens irgendwo sieht. Ein Hubschrauber muss notlanden wegen schlechtem Wetter. Ist eigentlich totaler Quatsch. Wir machen eine Sicherheitslandung. Wir können auch danach einfach wieder starten. Ist alles gut, ist alles grün. Ist ja auch viel besser als drauf los und rein ins schlechte Wetter und dann gar nicht zu wissen, ob man das dann überlebt. So. Sicherheitslandung wäre es auch wie in meinem Beispiel. Ne? Ich hatte ja gesagt, pass mal auf, bei mir geht irgendwie eine Warnmeldung vorne an. Ich habe einen Chip-Detektor hinten im Hauptgetriebe. Sind Späne drin. Also sagt er mir jedenfalls. Keine Ahnung. Ob es so ist, wissen wir nicht in dem Moment. Wir wissen einfach nur, wir kriegen eine Meldung. So, an so einem Spänedetektor können sich aber auch Dreckteilchen ansammeln. Ja? Also wie funktioniert das überhaupt? Das ist so ein metallischer Stift, der im Öl sitzt vom Hauptgetriebe, sage ich jetzt einfach mal. Und dadurch, dass der magnetisch ist, zieht er alles, was magnetisch ist, im Öl an. Also auch feinste Metallpartikel, die eben durch den Abrieb von einem Zahnrad kommen. Und wenn die natürlich zu groß sind, dann ist natürlich hier alle Warnlampen an. Also im Sinne von dem Kopf, okay, das ist ein großer Metallspan, da löst sich gerade das Getriebe auf. Manchmal ist es aber auch über die Zeit weg einfach nur so ein Metalldreck, sage ich mal. Und dann haben wir eine Indication und es ist eigentlich gar nichts Ernstes. Und warum habe ich jetzt das dazu geschrieben mit Vibration und Geräusche? Weil wenn wir natürlich Vibrationen und Geräusche haben, inklusive dieser Anzeige, dann ist natürlich was sehr, sehr Ernstes irgendwie da gerade am Gange. Dann sollte man sofort runter. Wenn ich aber jetzt sage, ich habe keine Vibration, keine Geräusche, dann würde ich einfach bis zum nächsten Flugplatz fliegen oder je nachdem, wo man daheim ist, bis dahin fliegen, aber nicht allzu lange warten, sondern aber ich kann noch ein Stück weiter, ich muss nicht sofort runter und dann mache ich einfach eine Sicherheitslandung. Weil in dem Moment ist jetzt erstmal gar keine Gefährdung. Ich habe zwar eine Warnlampe, aber eine Warnlampe heißt nicht, dass es zu irgendeiner Gefährdung in dem Moment kommt, sondern hier, ich muss zwar aufpassen, oder the Governor auf. Ne? Wir schalten den Governor aus bei der R44, ich habe ja auch eine Warnlampe an, aber damit kann ich trotzdem weiterfliegen. Aber, ne? Oder Hydraulik auf, wie auch immer. Also es gibt viele Beispiele und dann macht man eine Sicherheitslandung. So, das zieht auch einen ganz anderen Rattenschwanz hinter sich her, wenn ich eine Sicherheitslandung mache, als wenn ich eine Notlandung mache. Wann mache ich also eine Notlandung? Eine Notlandung würde ich also machen, wenn ich jetzt eine Gefahr im Flug habe und den Flug wirklich aus Sicherheitsgründen in dem Moment unterbrechen muss, wie zum Beispiel Feuer an Bord und ich kriege es nicht gelöscht. Dann gehen wir selbstverständlich sofort runter, weil die Kiste brennt, wie auch immer. Ja, also ich habe eine Luftnotlage sozusagen, die ich dann auch melde, um nicht nur Priorität zu bekommen, sondern einfach zu sagen, pass mal auf, wenn ich mich gleich nicht mehr melde, habt mich mal auf dem Schirm, hier passiert irgendwas gerade, was richtig Schlimmes. Ja, dafür ist so eine Meldung auch gut, dass die gleich wissen, ey, hier, hallo. Dazu schalten wir dann auch einen speziellen Transponder-Code eben und dann geht's runter. Der Vorteil vom Hubschrauber ist, wir können auf jeder Wiese landen. Das geht halt mit dem Flugzeug nicht. Die müssen erstmal, ne, irgendwie zum Flughafen hinkommen. Da gibt es auch ein schönes YouTube-Video von und einen schönen Audiomitschnitt von der Lufthansa-Maschine, die in Amerika fliegt. Ich glaube, vierstrahlig war sie, also vier Triebwerke. Die haben einen Triebwerksausfall gehabt und haben dann gesagt, hier, pass mal auf, wir kommen zur Landung. Nur, dass ihr es wisst, ist ein Triebwerk ausgefallen, aber ist keine Notlandung. Wir machen ganz normal alles gut. Ja? Und der Tower auch ein bisschen überrascht, ja. Aber so ist es eben. Der Pilot entscheidet in dem Moment, habe ich eine Notlandung und ich sage, nee. Das ist wie wenn bei mir ein Triebwerk ausfällt. Dass ein Triebwerk überhaupt ausfällt, ist unglaublich selten. Also die Chance ist wirklich so gering. So, wenn jetzt also bei mir im zweimotorigen Hubschrauber ein Triebwerk ausfällt, und jetzt mal nicht im Startvorgang, ne, wo wir vom Krankenhaus weggehen und dann direkt wieder zurückgehen, sondern ich bin im Überlandflug, es fällt ein Triebwerk aus
Und wenn ich jetzt ganz klar entscheiden kann, okay, das Triebwerk ist ausgefallen, weil es selber mit sich selbst einen technischen Defekt hatte, sozusagen. Also, solange so ein Ding Luft und Benzin bekommt, Sprit bekommt, läuft so ein Triebwerk immer. Das ist einfach so, Hauptsache Sprit und Benzin, Entschuldigung, Hauptsache Sprit und Luft und das Ding läuft. So, warum auch immer das Ding jetzt ausgefallen ist, aber wenn ich vorne erkenne, pass mal auf, es lag jetzt nicht daran, dass irgendwie ein Spritmangel vorlag. Ja? Oder es lag auch nicht daran, dass ich irgendwie außen einen Eisansatz hatte und da Schnee reingekommen ist. Oder ein Vogel, pum, ne? Irgendwie hat es noch einen Schlag vorher getan. So, dass ich einfach mir klar sein kann, na, wir haben ja noch ein zweites Triebwerk. Dann fliegen wir halt noch bis zum nächsten Flugplatz oder weiß ich nicht wohin, auch immer, und machen da eine Landung. Aber auch dann kann ich sagen, es ist eine Sicherheitslandung. Weil, nur weil ein Triebwerk ausgefallen ist, kann ich ja trotzdem den Flug noch gefahrlos erstmal fortsetzen. Ja? Also ich muss deswegen nicht gleich sagen, um Gottes Willen, runter, alle raus und so weiter hinher. Ich kann diesen Flug auch mit einem Triebwerk fortsetzen. Und ich sage deswegen extra, dass ich mir sicher sein muss, dass natürlich das andere nicht aus dem Grund ausfällt, warum das erste schon ausgefallen ist. Wie zum Beispiel, wir haben zu wenig Kraftstoff an Bord. Dann fällt das erste aus und das zweite ein paar Minuten später, hat mir meinem anderen Hubschrauber schnell wissen, ne? Weil die Speisetanks unterschiedlich groß sind, wie bei der H145 zum Beispiel, dass sie nicht gleichzeitig ausfallen können. So, dann muss ich natürlich sofort runter, das ist keine Frage. Aber solange da jetzt nicht irgendwas darauf hindeutet, dass mir das andere auch ausfällt, fliege ich zum nächsten Flugplatz, wo ich dann einfach die Kiste abschalte und sage, so, jetzt gucken wir mal nach, was denn da ist. Mache ich eine Sicherheitslandung. Ich muss aber trotzdem melden, dass ich einen Triebwerksausfall hatte. Also man kann da nicht einfach sagen, ich mache das eine wieder an und fliege jetzt wieder weiter. Das sowieso nicht. Ich muss aber zusätzlich melden, auch der Hersteller interessiert sich ja, warum ist denn das Triebwerk ausgefallen. Ne? Oder wie zum Beispiel das spannende Beispiel, was wir neulich hatten mit dem Hubschrauber, der im Flug bei einer Rettungsmission die Felswand berührt hatte mit seinen Rotorblättern. Das geht natürlich so schnell, so dann sind alle vier Blätter mal an der Felswand gewesen, dann fehlt mir vorne so ein Stück oder wie viel auch immer. Und also es hört sich jetzt so an, als erlebt man das Laufen, so ist es nicht. Aber das wäre für mich eine Notlandung, weil ich eben nicht weiß, wie lange halten diese Blätter da oben noch. Keine Ahnung. Ja, eine sichere Fortführung des Fluges ist nicht mehr gegeben in dem Moment. So, deswegen würde ich in dem Moment sagen und entscheiden, das ist jetzt eine Notlandung, die wir machen, weil ich weiß nicht, wie lange ich diese Kiste noch in der Luft halten kann mit diesen kaputten Rotorblättern. Wie bei einem Feuer auch. Notlandung. Runter damit. Also, das sind immer Einzelfallentscheidungen, die man trifft. Und wie gesagt, man liest es ja ganz oft in der Zeitung, ein Hubschrauber ist irgendwo notgelandet oder irgendein Flugzeug. Und es ist meistens eine Sicherheitslandung, die man einfach durchführt, dass man einfach sagt, komm, lass uns mal nachgucken oder lass mal runtergehen und dann gucken wir in Ruhe nach. Und es ist deswegen keine Notlandung. Man bekommt deswegen auch keine Priorität. Wenn man also sagt, pass mal auf, wir wollen zur Landung gehen, warum auch immer, das muss den Tower nicht interessieren, was bei uns an Bord los ist. Den Tower informiere ich dann darüber, wenn ich meine, es wäre besser, wenn er es weiß, weil ich Priorität brauche. Oder dass, wenn mir jetzt irgendwas passiert, dass die mich auf dem Schirm haben und sagen, oh, da war sein letztes Lebenszeichen, dann gehen wir da mal irgendwie suchen. Das ist sozusagen eigentlich das Wichtigste an der Geschichte. Aber ansonsten, auch liebe junge Piloten, wenn ihr in Schlechtwetter kommt, macht eine Sicherheitslandung. Es reißt euch keiner den Kopf ab. Ihr müsst noch nicht mal irgendwo Bescheid sagen. Wenn ihr eine Sicherheitslandung macht, macht sie aufgrund des schlechten Wetters. Wartet ab, bis das schlechte Wetter weg ist. Und dann startet ihr wieder raus. Es gibt einfach immer noch so viele Unfälle mit Hubschraubern, die einfach in schlechtem Wetter einfliegen, obwohl es überhaupt nicht sein muss. Man dann einfach sagt, hier ist Ende Gelände und deswegen mache ich eine Sicherheitslandung und dann lasse ich einen Hubschrauber stehen, ruft eure Firma an, die holt das Ding irgendwie einen Tag später wieder ab. Ihr fahrt schon mal mit der Bahn heim oder ihr wartet das Ding selber ab, wenn es schnell genug vorbeizieht und dann fliegt er wieder selber weg. Ja? Also da macht euch überhaupt keinen Druck, dass ihr weiterfliegen müsst. Alles gut, alles super. Ihr habt ja vorhin ins Wetter geguckt und es passiert so oft, dass sich das schneller verschlechtert. Ja? Also von daher, richtige Entscheidung treffen, Sicherheitslandung machen und die Notlandung machen wir dann, wenn es wirklich einen Notfall an Bord gibt. Da muss ich auch noch was dazu sagen. Es kann auch sein, dass es nicht ein technischer Defekt ist, sondern es kann auch eine Passagier schlecht gehen. Also wenn ich jetzt im Hubschrauber fliege und ich habe hinten einen Passagier, dem ist schlecht, mache ich eine Sicherheitslandung. Wenn ich jetzt im Hubschrauber fliege und ich habe einen Passagier hinten drin, dem ist nicht nur schlecht, sondern der hat irgendwie, weiß ich nicht, Brustschmerz oder sonst irgendwas, wo man denkt, um Gottes Willen, Herzinfarkt oder was weiß ich, der hat. Ihr könnt dem Tower alles requesten, was ihr wollt. Auch selbst da könntet ihr Mayday rufen, weil in dem Moment ist das Leben eines Passagiers an Bord gefährdet. Und dann kriegt ihr auch jeden Freiraum in der Luft, den ihr irgendwie braucht. Ja, die räumen euch die Straße frei. Und mit so einem Fall, ja, wenn jemand neben mir bewusstlos wird und hat einen Brustschmerz oder generell bewusstlos ist und ich weiß gar nicht, was mache ich denn jetzt mit dem, was hat er denn? Ich kann ja jetzt im Hubschrauber nicht die Steuer loslassen und es checken. Hey,
Wenn ihr auf der Karte ein Krankenhaus seht, fliegt ihr dahin und dann landet ihr auch mit einem einmotorigen Hubschrauber im Krankenhaus. Das ist überhaupt kein Thema. Das dürft ihr in dem Moment machen, weil es besteht hier Lebensgefahr für einen eurer Passagiere und in dem Moment dürft ihr auch auf dem Krankenhaus oben landen. Nicht vergessen, dann dem Regierungspräsidium Bescheid zu sagen, das jeweilige Bundesland sagt, hey, pass mal auf, das war das Thema, nur dass ihr Bescheid wisst, warum ich mit einem einmotorigen Hubschrauber da oben auf dem Helipad auf einmal stehe, ja. Da müsst ihr natürlich Bescheid geben, aber ansonsten, wie gesagt, auch wenn ich einen zweimotorigen Hubschrauber habe und es fällt ein Triebwerk aus, ich bin sonst auch mit einmotorigen Hubschraubern gerne unterwegs. Ja? Also warum kann ich nicht einen zweimotorigen Hubschrauber auch nur mit einem Triebwerk weiterfliegen? Zur Sicherheit lande ich dann am nächsten Flugplatz. Ne? Also von daher ist es immer eine Entscheidungssache, wie fühlt sich die Crew dabei, was entscheidet die Crew an Bord? Vorausschauend auch, kann sich die Situation verschlechtern oder ist es eben einfach nur, wo man einfach sagt, so, wir haben jetzt gar keine Chance, wir müssen runter und fällen diese Entscheidung und teilen es dementsprechend auch den richtigen Stellen nach der Landung mit. So, wenn dazu noch Fragen sind, schwieriges Thema, gerne unten in die Kommentare was reinschreiben. Ich schreibe dann gerne eine Antwort dazu. Vielen Dank.